Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Kanal, denn heute ist nämlich die Auflösung des 6000 Abonnenten-Specials oder Mini-Abo-Special, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Und ja, heute ist einfach mal die Verlosung. Aber Leute, bevor wir mit der Verlosung anfangen, hier noch einen kleinen Hinweis zu meinem Modding-Service, denn der Code NHW-6000, der geht noch nämlich bis zum 7.10. Also Leute, haltet euch ran und staubt euch hier die 3 Gratis-Fahrzeuge für jede Art von Bestellung ab, wenn ihr den Code eingibt. Der Link zum Modding-Service ist natürlich in der Videobeschreibung, aber Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal mit dem an, warum ihr überhaupt hier seid, nämlich die Verlosung. Gut, ich muss mir natürlich erstmal überlegen, okay, wie mache ich denn jetzt die Verlosung, wie kann ich jetzt was auslosen? Als erstes habe ich natürlich erstmal gezählt, wie viele überhaupt mitgemacht haben und tatsächlich haben insgesamt 35 Leute den Code Hashtag NHW in die Kommentare gehauen, der habe ich hier mal in der Excel-Tabelle so gesehen mal aufgeschrieben, aufgelistet und dann habe ich überlegt, okay, wie kriege ich das davon ein gelost? Natürlich gibt es so irgendwelche Random-Bots, die man im Internet benutzen kann, so Motto, ja hier Zahl 1 bis 35, wähl mal 1 aus. Aber das fand ich irgendwie so ein bisschen, ja, unpersönlich, ne? Deswegen dachte ich mir so, hey, ich mache mir doch hier mal so eine Schüssel, ja, wo ich dann so kleine Papierkügelchen reintue. Und zwar sieht so ein Papierkügelchen mal ungeknittert ungefähr so aus. Mal schauen, ob man es lesen kann. Ja, jetzt kann man es lesen. Die Zahl 35 ist nämlich der letzte hiervon. Gut, das knülle ich jetzt natürlich auch erstmal hier wieder zusammen und tue es hier in die Mystery Box. Okay, ich gebe zu, Leute, das ist eine Salatschleuderschüssel, aber wenn man das Ganze mal umdreht, ist es jetzt eine Mystery Box, ja, eine richtig krasse Mystery Box. Und diese Mystery Box werde ich jetzt einfach eine Nummer ziehen und der Gewinner oder derjenige, der die Nummer ist halt, hat dann Zeit, bis Ende der Woche sich via Discord bei mir zu melden und dann klären wir die Einzelheiten. So gesehen, den Gewinn halt, ne, ist ja klar. Also gut, Leute, ich werde hier mal, ja, ich nenne es einfach auch mal schütteln oder mischen oder wie auch immer, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Zahl hier jetzt irgendwo irgendwie ist, ne? Keine Ahnung. Und ich ziehe jetzt einfach mal hier eine raus. So, jetzt habe ich hier eine Nummer. Seht ihr, ein Kügelchen. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Ne, soll ja ganz fair hier zugehen. Gut, jetzt gucken wir doch mal, welche Nummer das ist. Passend wäre die Nummer 6 für 6000. Aber das kann man ja nicht vorher wissen. So, jetzt muss ich noch irgendwie hier das so auseinander gefriemelt bekommen, welches... So, okay, ich habe die Nummer hier. Ja, also wenn es jetzt die 6 wäre, wäre es natürlich sehr lustig und man könnte mir Betrug vorwerfen. Aber nein, es ist tatsächlich falsch rum. Es ist nämlich die Nummer 9. So, kann man es... So, Nummer 9, ihr seht's, ja, ihr seht's. So. Das ist der Gewinner. Hier seht auch nochmal den Kommentar von Nummer 9. Und die Nummer 9 ist Top Offermann. Und hier ist auch sein Kommentar, damit ihr seht, ja, hier, ne, der hat auch wirklich mitgemacht. Und ja, wie gesagt, er hat jetzt bis zum Ende der Woche Zeit, sich bei Discord zu melden. Und wir klären dann die Einzelheiten zum Gewinn. Falls derjenige sich nicht meldet, warum auch immer, vielleicht will der Gewinn gar nicht mehr, etc., dann werde ich natürlich nochmal neu auslosen, denn die Papiergügelchen werde ich natürlich nicht wegschmeißen. Gut, die Nummer 9 tue ich jetzt raus, denn die ist ja jetzt, ja, hat gewonnen oder ist halt nicht mehr dabei. Eins von beiden, ne? Also gut, Leute, das war's schon mit der Verlosung. Falls ihr nicht gewonnen habt, Leute, keine Sorge. Wie gesagt, es gibt ja noch den Code NRW-6000 für meinen Booster bzw. Unlock All Service, falls ihr doch noch Sachen haben möchtet. Aber Leute, generell war es das jetzt schon mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.